Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren LS15-Folge auf der Map Sosnovka. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Und hier steht unser Chaos, was wir in der letzten Folge ja fabriziert haben, begonnen haben und so weiter und so fort. Den werden wir erstmal hier abstellen. Genau. Und Bremse drauf. Und ich sehe gerade, unser T8 ist fertig. Da switchen wir doch gleich mal hin. T8, T8. Wo ist der T8 hin? Ah ja. Sehr schön. Der hat unser Raps fertig. Dann machen wir Folgendes. Ach, der muss getankt werden und auch... Falscher Knopf. Falscher Knopf. Kann man gleich hier vorne machen. Einmal das. Den schickt man dann gleich auf unser neues Feld 25. Da kann er dann auch Raps anbauen. Und ja, dann hat er wieder was zu tun hier. Ich überlege gerade, welche Maschine hatten wir denn genommen, um die Saat auszuteilen. War das? Haben wir da den großen hier genommen? Sonst immer? Ich weiß es gar nicht. Weil ich würde nämlich sonst den großen nehmen, um damit die Ballen reinzuholen. Ach nein. Na? Warum füllt er sich nicht auf? Was mache ich denn schon wieder hier für einen Rumgegurke? Mein Gott. Halt andersrum, so. Jetzt. Weil mit dem bisschen, was da drin war, hätten wir nicht nochmal das neue Feld geschafft. Deswegen füllen wir das gleich hier mal auf. Ich bin echt am Überlegen, ob wir das mit dem machen. Oder mit dem anderen. Was haben wir denn? Nicht mit dem großen. Wir wollen mal den anderen nehmen. Ich habe die PS-Zahlen nicht mehr im Kopf. Der hat 121, der 75 und der 17. Das war hier unser Frontlader. Und den anderen haben wir ja nicht. Ja, der Deutz. Lass uns an dem dran. Und nehmen zur Not den Deutz. Der kann mal kurz die Ballen einsammeln dann. Halt. Sind ja hier rüber. Ah, und der ist auch mit Düngen fertig. Sehr schön. Ah. Das haben wir ja hier noch gar nicht. Ja, fertig. Feld 25 war das. Genau. Da müssen wir doch was Neues anlegen. Und zwar hier. Wir sind diesmal auf Feld 25. Arbeitsbreite können wir so lassen. Wir haben 6 Meter. Wir machen es halt ein Stückchen kleiner. Startstrecke. Wir fangen im Nordwesten an. Und fahren Richtung Osten. Der kann auch gern wieder hier anfangen. Vorgewende machen wir nicht. Brauchen wir hier nicht. Denke ich mir mal. Sollte so passen. Post generieren, genau. Wir werfen nochmal einen Blick drauf. Ja, passt. Okay. Wo war's?
Nee, hier wird gespeichert. Aktuellen Kurs speichern, genau. Da haben wir das rein. Alles andere ist natürlich unverändert. Düngen und sehen, genau. Das ist Säen 6 Meter Feld 25. Dann kommt das Ganze noch in den richtigen Ordner. Feldaufgaben. Ja. Lass mir hier einen Ordner anlegen. So, hat er den jetzt hingehauen? Ah ja, okay. Also der kommt verschieben. Der kommt hier in Feldaufgaben. Genau, passt, wackelt und hat Luft. Das können wir zumachen. Den machen wir runter. Vergessen auszuklappen und wir sind schon wieder schweinedreckig. Einschalten und losfahren. Raps haben wir eingestellt, genau. Wir lassen wieder mit Curseplay fahren, denn wir müssen in der Zwischenzeit noch was anderes machen. Das Ding läuft nämlich. Wir müssen aufräumen. Quatsch, hier hinten. Da liegt noch der halbe Baum. Der muss weg. Ach, da wird ja auch unser Tank langsam voll. Unsere Hackschnitzel müssen natürlich auch irgendwo hin. Sehr schön. Ganz geschmeidig. Nein! Ach, bin ich blöd. Genau, ihr seht's. Wieder Mist gebaut. Nicht dran gedacht. Ja, wenn man das zu wenig macht und nicht so drin steckt, dann kommt sowas vor. Ging ja gerade nochmal gut, so. Ah. Das zum Thema geht gerade nochmal gut.
So, aber jetzt aber gleich beim ersten Mal hier. Na. Müssen wir wieder nachhelfen hier? Uah. Ihr habt nichts gesehen. Mir geht's gut. Alles im grünen Bereich. Es ist noch alles dran. Huiuiuiuiui. Nein, wir sind nicht reingefallen. Alles wird toll. Die Kollegen von der Berufsgenossenschaft haben auch gerade mal Mittagspause gehabt. Und haben hier keinen Unfall gesehen. Und wir machen hier schön weiter. Wenn wir denn nur richtig greifen könnten. Ich glaube, ich brauche ein Pflaster. Naja, alles halb so wild. Bis zur Hochzeit. Ihr wisst ja, ist alles wieder vorbei. Lagen hier noch mehr Sachen rum? Wir haben doch nicht so viel zersägt. Na, das kann ich auch knicken, das kriege ich doch nicht rein. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Halt. Also irgendwie hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Für dieses Teil mittlerweile. So schön wie der auch ist, aber dieses Greifteil ist einfach furchtbar. Und ich muss mir, glaube ich, wirklich was für die Zukunft einfallen lassen. Was hier an Zeit drauf geht jedes Mal. Früher hatte ich immer diese Position, bin von oben einfach drauf und hab's eingesammelt und ratzfatz und ich war auch in Windeseile fertig. Und hier kriege ich nicht mal die einfachsten Sachen drauf. Und wenn, fallen sie mir gleich wieder runter. Das ist echt kein schönes Arbeiten. Ich meine, dass nicht immer alles auf Anhieb klappt, ist ja klar. Also müssen wir uns nichts vormachen. Das ist halt einfach so. Aber das hier, genau sowas hier wieder gerade. Ach.
Also ich hole gleich den kleinen Chasey B. Den muss ich ja so oder so holen. Und zersäge einfach die kleinen Teile, sodass die verschwinden. Da haben wir fast wieder die ganze Folge damit verbraucht, hier aufzuräumen. Was ich so eigentlich gar nicht vorhatte. Oder ich bin wirklich zu doof. Also sollte es hier einen Trick bei dieser Gabel geben? Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Lass es jetzt sein. Ich hole jetzt den Chasey B. Ich fahre jetzt darüber, weil da drüben ja noch ein bisschen Holz lag. Und das will ich noch holen. Können wir das gleich mit reinschmeißen? Weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war. Hier irgendwo. Ach, das ist ja auch so Bitzelzeugs. Ja. Warum gar nicht machen? Gar nicht weitermachen hier. So, wo ist er? Chasey B? Da. Ach, steht ja gleich hier. Auf den ist wenigstens immer Verlass. Der enttäuscht uns nicht. Ich sehe nix. Und dann setzen wir jetzt hier gleich noch die Hütte hin und dann sind wir auch schon fertig. Ich wollte ja schon längst die Ballen drin haben. In der Hütte. Aber, naja. Dann wollen wir mal zersägen. Drei Stunden später. Was ist das für ein Kruppstallbaum oder was? Jetzt. So, wo ist das andere Ding hier hin? Ach, das ist wieder so ein verkorkstes Ding, was man jetzt doch halt. Ist komplett weg. Ja. So, kleiner JCB, ich danke dir vielmals.
nochmal den Platz. So. Ungefähr. So. Da können wir auf jeden Fall gut reinstapeln. Und ich sage, ja, das können wir in der nächsten Folge machen. Wir schauen uns das Ganze dann mal an. Und ich hoffe, ihr seid einfach wieder mit dabei. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich hier wieder ein bisschen Stress mit dem Holzding hatte. Vielmehr mit dem Deutz. Nein, nicht mit dem Deutz, sondern mit dem Greif. Ding, Ladegabel, Gabel, Stapel, ihr wisst, was ich meine, Holz, egal. Also wir sehen uns, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.